Ja, ich war 2 Wochen raus, weil mir Michael Ballack Vollgas auf die Hand geschossen hat. Dann war der knapp. Das ist mein Süßstein, da habe ich für heute natürlich auch was drin stehen. Könnt ihr heulen. Also davon mache ich mir auch ein Foto und rahme mir das, wie Nico Horder wegkriegt und wegschiebt. So Nico, jetzt machen wir doch auch kurz noch in dein Back gucken. Also hier, ich habe jetzt quasi 4 Uhrzeiten. Gut Golf aus dem Golfclub in Valai. Traumhaftes Wetter, ein bisschen windig für meinen Geschmack, aber mein Partner hier hat vorhin schon gesagt, dass er das gerne mag. Nico Horder, mit dem habe ich letzte Woche schon gespielt. Den A-Kurs, das Video blende ich oben links, rechts ein, ploppt dann gleich auf und dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Vor allem könnt ihr aber kommentieren, Abo da lassen. Diese Abos sind unheimlich wichtig. Drückt da mal auf den Subscribe oder Abonnieren-Button unter diesem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. So, jetzt stelle ich euch, falls ihr das Video letzte Woche noch nicht gesehen habt, Nico Horder noch mal vor. Hi Nico. Hi, da bin ich wieder. Du siehst genauso aus wie letzte Woche. Das ist ja komisch. Zufälle gibt's. Wir sind nicht zu zweit, wir haben noch 2 nette Mitspieler bei uns im Flight. Den Gerd und den Arno. Und wir beide spielen aber RPR, registrierte Privatrunde. Also sprich, wir wollen uns verbessern. Mhm. Du darfst bei deinem tollen Handicap von minus was? 4? 4,3 im Moment. Da hast du ja gar keinen mehr vor. Ja, ich habe letzte Woche 9 unter gespielt und habe mich damit 0,6 hochgespielt. 9 unter Paar, auf welchem Platz? In Niederreuthin, bei der Bundesliga. Wahnsinn. Und ja, das Handicap ging trotzdem in die falsche Richtung. Also das System macht nicht ganz so viel Sinn. Ist das in den USA, weil da studierst du gerade auch so mit dem Handicap oder ist es ein bisschen anders? Da interessiert das keine Sau. Ja. Also ich glaube, in meiner ganzen Amerika-Karriere bis jetzt noch kein einziges Mal gefragt, was mein Handicap ist, geschweige denn, dass es irgendjemanden interessiert. Wenn, kommt irgend so ein 80 Jahre alter Ami und fragt nach deinem Scoring Average. Ja. Also da merkt man schon, dass die dann ein bisschen mehr Ahnung von Golf haben. Ja. Den lerne ich jetzt kennen auf der C-Schleife. Jawohl. Sind gespannt, was Nico jetzt hier zaubert. Auf der A9 letzte Woche hat er sensationell mit dem Driver 284 aufs Grün gedrived. Also allein deshalb lohnt sich noch mal der A-Kurs von letzter Woche. Gut Golf, wie gesagt, kommentieren und Nico, gut Golf. Gut Golf. Wird jetzt gleich nochmal gemacht. Ist ein bisschen länger, 300 Meter grün anfangen, aber... Das probiere ich jetzt aber auch, weil jetzt Wind hier kann nicht so viel passieren wie auf der 9. Klappen. Und der Arno macht einen Kaltstart. Aber der packt's nicht. Sit. Ist ein bisschen zu rechts, ne? Ja. Der ist auf dem anderen Fairway. Aufsammeln. Ui, der ist noch auf dem Weg und noch ewig gerollt. Ja gut, der ist pin high, aber halt weit links. Nico entstammt einer kleinen Golfer-Dynastie. Dynastie, wobei sagt man glaube ich erst, wenn die Vorfahren auch schon Golf gespielt haben. Ne? Aber aus einer Golfer-Familie. Ja. Alle spielen Golf bei dir. Willst du mein Backschirm? Ja, dann kann ich alle. Danke. Das nutzt du gerne aus. Ja, ne? Klar. Also davon mache ich mir auch ein Foto und rahme mir das, wie Nico Horder Back trägt und back schiebt. Meine Eltern spielen Golf, dadurch sind wir eigentlich auch ins Golfspielen gekommen. Meine Mama hat früher die Golfanlage in Aschheim als Geschäftsführung geleitet und hat dann 2011 eine neue Golfanlage in Open 9 Golf Eichenried aufgemacht. Und ja, wir sind volle Golferfamilie. Ich habe einen Zwillingsbruder, den habt ihr auch schon kennengelernt. Zweimal sogar schon. Genau, ja. Ich habe mit Flo in Eichenried gespielt, Open 9. Ja. Das Video ist dann schon online. Dann habe ich noch eine kleine Schwester, die habt ihr auch schon kennengelernt und die treffen den Ball auch recht gut. Hast du mal einen anderen Sport auch gemacht oder war Golf immer schon so dein? Als ich klein war, habe ich Fußball und Tennis gespielt und ich fahre immer noch recht viel Ski. Also dadurch, dass wir hier recht nah an den Alpen dran sind, bietet sich das ja recht gut an. Ich bin ja auch Journalist und habe natürlich gut recherchiert und zum Stichwort Fußball fällt mir bei Nico was Schönes ein. Es gab mal an der Open 9 Anlage in Eichenried scheinbar so ein Promi-Golfturnier mit anschließendem Fußballspiel. Und wer stand im Tor? Nico Horder. Und wer hat sich dann das Handgelenk verstaucht und warum? Ja, ich war 2 Wochen raus, weil mir Michael Ballack Vollgas auf die Hand geschossen hat. Was heißt Vollgas? Für ihn war es wahrscheinlich aus dem Stand, aber es hat sich angefühlt wie sonst noch was. Also der hat schon einen ganz guten Zug drauf. Und dann, immer noch. Ja, konnte ich 2 Wochen lang nichts machen mit meiner Hand. Lieber Michael Ballack, solltest du dieses Video gucken? Der Nico wartet bis heute auf eine E-Mail oder ein unterschriebenes Trikot. Ich warte nicht auf eine E-Mail, ich warte auf eine Rache. Ich schieße zurück. Mit dem Driver dann. Mit dem Driver. Nur kurz fürs Protokoll, liebe Leute. Hier ist mein Ball, hier ist die Fahne. Also quasi pin high. Das ist ja der Abschlag von der B9. Aber zählt.
spielbar. Und jetzt ein schöner Chip. Und ich spiele jetzt hier das 60 Grad auf 40 Meter. Ist nicht dein Ernst. In die Waste Area. Ich könnte heulen. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn euch sowas passiert. Nach so viel Euphorie, was würdet ihr dann am liebsten alles machen? Ah, Sebi! Super! Mhm. Passt. Nico zum Birdie. Ja. Sebastian zum Paar. Wir müssen auch gleich hier nochmal deinen Ballmarker zeigen. Den Pimmel, den habt ihr schon kennengelernt. Hast du ein Video drin? Klar. Kommentarlos. Boah, Birdie. Bravo! Birdie? Sehr geil. Es gibt die Birdie-Faust. Stark, Gerd. Oh, no. Ach, Mann. Tja, so ist es dann wieder blöd. Yes! Das zwei Birdies gesehen an diesem Loch. Schön, sehr schön. Sehr schönes Birdie. Und jetzt kommt ein Par 5, die C2. Blende ich auch natürlich ein. You're welcome. Boah, eine Thermik haben wir heute. Ja. Ja, der kriegt halt Auftrieb. Was ich euch übrigens unbedingt zeigen muss, das habe ich auf einer Scorekarte noch nie gesehen, wo mein Name drauf stand. Hier auf der C1 hat der Nico ein kleines Minus stehen. Also ihr seht bei mir, ich habe hier meine Vorgabenstriche und Nico ein kleines Minus. Das heißt, er muss Birdie spielen. Das nenne ich Druck. Immer dieser immense Druck. Aber was macht Nico? Er spielt halt Birdie. Ich, stark. Ja. Greifst du an, Nico? I wish. Also Transportschlag. Passt. Was hast du da jetzt gespielt? Eine 9? Eine 6 habe ich geschlagen. Ich muss nur irgendwie über die Bunkerkante drüber kommen. Ja. Jetzt kommt Attacke. 159 Meter. 159 mit Gegenwind. Ich rate, du spielst da eine 6, 5? Ja, eine 6 spiele ich jetzt. Eine 6. Normalerweise eine 8 mit, naja, Wind. Das ist brutal. Da bläst, also hier merkt man den Wind wieder extrem, finde ich. Danke. Schön. Nico, quick question. Bevor du den Schlag machst, visualisierst du ihn komplett? Also hast du den kompletten Schlag vor Augen? Also ich tue mir immer schwer, die Linie zu sehen, so wie viele Leute das beschreiben. Von daher nicht wirklich. Also ich habe einen Startpunkt, einen Landepunkt. Ja, dann ziehe ich den durch. Also ich fühle ihn mehr, als dass ich ihn sehe. Was war jetzt gerade dein Landepunkt? Hast du Fahne angezogen? Die Fahne war mein Landepunkt. Okay. Ja. Und der Wind hat ihn jetzt noch einen Tick nach links gedrückt. Ja. Aber ich bin ziemlich zufrieden mit dem, ja, Schlag. Green and Regulation, ne? Green and Regulation. Genau. Wieso, da lachst du nur müde? Ist ja, das keine Statistik? Ist ein paar 5. Also da sollte ich, also da treffe ich eigentlich schon jedes Mal das Grün. Ja, solltest. Also ich kann schon nicht mehr in Regulation spielen, weil ich liege schon wieder, ja, auf 3. Ja, bei dem bin schon, ja. Aber ein paar kann ich es noch spielen. Ja, kürzer gegriffen, rechter Fuß und dann ein bisschen mehr gehalten. 105 habe ich da. Nee. Zu kurz, zu rechts. Und bei Länge? Nur zu rechts. Der Chip ist leicht, den hatte ich gestern. Bitte? Der Chip ist leicht, den hatte ich gestern. Hast du ihn eingechippt von da? Nee, leider nicht. Sag ich doch, der ist leicht. Sehr geil. Ja. Och Mann. Oh, den glaube ich nicht. Schade, wirklich. Aber ein schönes Paar. Danke. Bärchenfaust. Wann war der knapp? Paar. 142 in den Wind. Nico, Schlägerwahl. 8. Hab die Länge.
Danke. Bravo. Oh Mann, meine Kurven aber auch immer irgendwo hin. Ist der wieder rausgekommen? Nein, liegt hier. Der liegt schon auf. Das gibt's nicht, die sind alle so knapp. Aber alle. Tja. Also da hast du eine gute Konstanz. Danke. Alle knapp. Konstant geil daneben. Genau. Ja, aber es gibt so Tage, ne? Da fallen die alle und so Tage. Sagt er und ließ den Putt zu kurz und spielt den Doppelbogey. Ist das doof. Weil das Loch habe ich mit dem Wind auch noch nicht gespielt. Normalerweise schlage ich ein Eisen ab, aber ich werde es mal probieren, einen Freizeitslice in die Bahn zu slicen. Ein Freizeitslice? Wir sind gespannt auf den Freizeitslice. Der ist geil. Sehr geil. Alter. Den nehmen wir so. Was ein Brett. Danke. Ihr müsst mal sehen, was der Arno hier alles hat. Der hat so eine kleine Kommandozentrale dabei hier. Sehr gut. Ja, der passt. Arno, ich habe hier gerade deine kleine Kommandozentrale gezeigt. Kannst du da irgendwelche Atomraketen abschießen auch mit? Noch nicht. Okay, kommt. Hier im Prinzip alles, was ich weiß, wie ich will. Ich habe auch den Überflug hier über den Platz. Das ist ja illegal. Das ist alles legal. Alles legal. Alles legal. Das siehst du genau. Und wenn du hier drauf drückst, kommt der Raketenwerfer. Genau, dann kommt der Raketenwerfer raus und macht Buff. Weil wir es ja jetzt gerade hatten, Arno hochtechnisiert, ich auch übrigens. Also ich bin da auch jemand, der auf das alles total steht, auf Schlagtracking und so weiter. Ich habe ja auch diese Sensoren in meinen Schlägerköpfen von Arcus Caddy. Ich finde das eigentlich alles ziemlich gut. Das geht nur jetzt gerade nicht, weil ich ja mit dem iPhone filme. Aber jetzt muss ich mal den Profi fragen, den Nico. Was nutzt du technisch? Hast du irgendwas, wo du deine Runden mittrackst, wo du deine Schläge, Statistiken siehst? Im Winter habe ich dich ja beobachtet, wie du pattest und übst und hast so ein kleines Büchlein dabei und trägst da ganz viel ein? Ja, also ich habe im Prinzip ein kleines Buch für Technikgedanken. Da schreibe ich alles rein, was ich eben technisch machen will. Sag uns da mal ein Beispiel. Ich muss steiler ausholen zum Beispiel. Sowas würde ich da reinschreiben. Und dann habe ich noch ein kleineres Buch. Das ist eigentlich wie so ein Performance-Buch. Da schreibe ich quasi rein, was ich trainieren will. Ist es dabei? Ich habe das dabei, ja. Dürfen wir reingucken? Was ich für Trainings. Wir müssen übrigens auch gleich noch in dein. Das machen wir jetzt gleich. Komm, zeig mal einen kleinen Blick in dein Bag. Also, das ist mein Büchlein. Da habe ich für heute natürlich auch was drinstehen. Und dann habe ich hier quasi jede Runde oder für jedes Training aufgeschrieben auf der linken Seite, was ich trainiere. Wow. Und auf der rechten Seite, was ich hätte besser machen können, beziehungsweise was gut war. Ist ein Mix. Also, ab und zu ist es auf Englisch, ab und zu auf Deutsch. Und ja, ist ganz nice. Und dann habe ich daheim auf meinem Computer einen Excel-Sheet und da wird das dann auch alles dokumentiert. Also nicht, dann benutzt du nicht die Vor-App oder so, sondern machst du wirklich noch... Also Vor benutze ich nicht. Wir haben von unserer Uni, nehmen wir Decade. Die finde ich fast ein bisschen besser als die Vor-App. Decade. Weil die mir ein bisschen mehr sagt. Und ich habe jetzt auch angefangen, Upgame zu testen. Weil da sagt mir genau, wie viele Schläge ich anhand meiner Ziellinie verliere, beziehungsweise gewinne. Und das ist bei anderen Analysen-Apps leider nicht der Fall. Also es kann sein, dass ich mein Ziel treffe, aber im Semi-Rough League, weil ich halt durchs Fairway gelaufen bin. Und dann sagt er mir an, dass ich einen halben Schlag verliere, obwohl ich ihn eigentlich, wenn der auf dem Fairway liegen würde, wahrscheinlich einen halben Schlag gewinnen würde. So Nico, jetzt wollen wir doch auch kurz noch in dein Bag gucken. Was hast du da so drin? Ich habe einen Titleist TSI 3 Driver. Mit dem komme ich eigentlich recht gut klar. Hat eigentlich genau die Werte, die ich für mein Spiel brauche. Dann habe ich noch ein Holz, ein TSI 2 Holz. 10 Gramm leichterer Schaft. Das liegt eigentlich auch genauso, wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich ein Dreier-Eisen, das ist recht neu, ein T200 Driving Iron mit dem Tour-AD-Schaft. Das fliegt in etwa 230 Meter Carry und mit dem kann ich eigentlich jeden Schlag machen, den ich will. Das konnte ich mit meinem alten Driving Iron nicht machen, deshalb bin ich froh, dass ich den im Backup habe. Und dann habe ich ganz normal die T100 Eisen 4 bis 9 mit einem Dynamic Gold Tour Issue X100 Schaft und dann Wedges, ein 47 Grad Wedge, hier steht zwar 48 drauf, aber das ist auf 47 Grad gebogen. Aha. Und dann 52, 56 und 60 Grad Wedge. Wie oft tauscht du die Wedges aus? Also das Lob Wedge, das sollte man schon, wenn man viel trainiert, sollte man schon
ja, alle 6 Wochen austesten, ausswitchen, weil sonst die Grooves halt alle weg sind. Alle 6 Wochen. Und so die anderen Wedges, so 52 Grad Wedge und 48 oder 47 Grad Wedge, das reicht dann eigentlich einmal im Jahr, weil da ist der Groove-Verschleiß nicht so groß wie bei den anderen. Und dann habe ich noch einen Putter. Scotty! Scotty Cameron. Scotty doesn't know. Phantom X. Geil. 5. Passt beim Stroke eigentlich auch recht gut. Mit einem schmalen Griff, da hast du dich über meinen mal lustig gemacht. Ja, deinen Griff finde ich nicht so nice. Nee, ich finde es immer cool, einen dünnen Griff beim Putten zu haben, weil je dünner der Griff, desto näher sind die Finger am Schaft dran und desto mehr Gefühl, finde ich, habe ich. Ja. Deshalb bin ich kein Fan eigentlich von den dicken Superstroke-Griffen, sondern mag lieber die dünnen Griffe. Hier neben mir ist ein kleiner Tannenzapfen eingeschlagen. Nee. Nach deinem Schlag. Sit. Spinnt der denn nicht? Ja. Geh rein. Ah. Oh. Gut. Wieder kein Birdie. Ist das ein Pärchen? Ja. Pärchen? Endlich mal wieder. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Pärchen gespielt habe. Das war, glaube ich, vor 4 Wochen. Blend das Video ein. Ach Mann, Alter. Ich denke überhaupt nicht heute. Nico, das muss ich noch schnell zeigen hier. Dein Crook-Dick ist auch wieder mit dabei. Da ist er. Habt ihr die Marke schon mal angeschaut hier vom Nico? Da gibt es einen Golfplatz in Amerika, einen Country Club, der heißt Crooked Stick. Das ist ein US Open Platz. Ja. Jawohl. So, Nico, was geht vor? Also man sieht, den Pfosten nicht. Aha. Aber mit dem Wind kann man eigentlich recht weit rechts schlagen. Also ich sehe den, da bei diesem kleinen Busch. Genau, auf der Kamera sieht man ihn vermutlich mal nicht. Da soll es eigentlich drüber gehen. Der Wind würde ihn ein bisschen noch nach links drücken. Und von da komme ich dann wieder mit 2 drauf. Ich habe leider nicht, wenn ihr so die YouTube-Kanäle auch guckt von Bryson DeChambeau oder Rick Shields, die haben ja mittlerweile Leute mit dabei und solche Kameras, da kann man richtig zoomen, aber bei mir reicht es bisher nur fürs iPhone. Ja, schon ein bisschen rechts vom Pfosten, Nico, also nicht perfekt. Doch, der perfekte Drive. Oder? Also es ist immer so, wenn ein Amateur zu einem Profi sagt, ja, geiler Drive, perfekter Drive. Also den perfekten Drive, glaube ich, gibt es ja, nicht wirklich. Du freust dich dann schon über so ein Kompliment oder denkst du dir, halt die Klappe. Also so. ab und zu ist es schon so, ja, wenn du wüsstest, dann, ja. Aber der war jetzt gut. Deswegen, ich halte mich eigentlich immer zurück mit Loben. Ja. Ich warte mir erst die Reaktion ab. Oh ja. Der ist geil. Der absolute ist richtig, Rakete. Ja. Da kommst du auch mit 2 hin. Ja, ich probiere das jetzt mal. Ich habe mir gedacht, wenn der Nico das kann, kann ich es auch. Jetzt kommst du aber drauf. Daher brauchen wir schon einen Hiebit. Aber. Was hast du gelasert? 234. Jetzt kommt der Dreier. Ja, ich weiß nicht, ob es ankommt, aber zu kurz ist besser als zu lang an dem Loch. Oh. Go. Ja, im Gegenwind. Dürfte es eigentlich nicht allzu leicht sein, weil er sowieso schnell stehen bleibt. Ich weiß nicht, wie der Hügel da ausschaut. Kann man fast sogar Carry zur Fahne spielen. Du bist ja lustig. Wie soll ich den Top nachmachen? Oh, stark. Back-to-back pars. Pärchenfaust. Ganz kurz, ich lasse immer hier die Apple Watch mitlaufen. 3 Stunden 57 und wir sind an der 15. C6. Schon gut lange Zeit, die wir hier spielen. Mikro, wie lange geht man in den USA so? Ja, eigentlich wären wir erst dann fertig. Ja. Nico, Golf ist dein Job. Beim Job macht man Urlaub.
Wie ist das im Golf? Trip-Urlaub, Golfurlaub? Man hat schon immer mal wieder einen Day off und so und macht dann auch mal einen entspannten. Aber der Workload ist schon wesentlich größer als bei, was weiß ich, einem Fußballer zum Beispiel oder so, weil du halt einfach dann, du kannst mehr trainieren, weil es halt auf den Körper, ist für den Körper nicht so dramatisch, wie wenn du jetzt, ja, 5 Kilometer als Fußballer hin und her sprintest, kannst du den ganzen Tag trainieren. Also so eine 7-8-9-Stunden-Session kann schon mal vorkommen und das passiert halt in anderen Sportarten nicht, deshalb finde ich das auch ganz geil. Ja. Ich habe ein Uhrensystem recht neu eigentlich gemacht, wie weit meine Wedges fliegen. Und jetzt weiß ich genau, wie weit ich ausholen muss für die Distanz. Habe ich jetzt gemessen, 79. Und ich mache einen 75 Meter Schlag. Das heißt, ich muss jetzt mit meinem Lobwedge bis hier 9 Uhr ausholen und bis circa hier hindurch schwingen. Das schaut gut aus. Jawohl. Bravo. Danke. Abschlag schon Wahnsinn. Danke. Also es geht immer um den linken Arm. Sehr gut. Leider Schlag. Das schaut gut aus. Ist ganz einfach. Der Mittelpunkt der Uhr ist hier und der linke Arm stellt im Rückschwung den Zeiger dar. Das heißt, man hat eigentlich verschiedene Uhrzeiten. Bei mir gibt es einmal 7.30 Uhr, das heißt, die Uhr zeigt auf 7.30 Uhr mit dem linken Arm. Dann gibt es 9 Uhr, wo er parallel ist, und dann gibt es noch 10.30 Uhr und halt den vollen. Und dahingehend kann man dann die Distanzen bestimmen. Und um es noch ein bisschen genauer zu machen, habe ich auch noch eine Durchgehdistanz. Da nehme ich den rechten Arm. Und da geht es dann darum, hier zum Beispiel, wäre bis 3 Uhr durchgeschwungen oder bis 1.30 Uhr. Und dadurch kann ich dann eigentlich ja, in ziemlich genauen Schritten, dadurch, dass ich 4 Wedges habe, sagen, wie weit das Wedge fliegt. Aufgeschrieben. Er hat zwar sämtliche PGA-Putt-Statistik-Daten im Kopf, aber seine eigene Uhr kann er sich nicht merken. Nee, ich habe die jetzt erst vor ein paar Wochen wieder neu gemacht. Und ja, es sind ziemlich viele. Also ich bin erst halb durch, ich kann euch das ja mal zeigen. Also hier, ich habe jetzt quasi 4 Uhrzeiten für 4 Schläge. Das heißt, ich habe 16 verschiedene Distanzen von 50 bis 112 Meter. Und das habe ich dann mit dem Trackman ja, entwickelt und mir aufgeschrieben, dass ich das auch genau weiß. Auf der Tour, der Caddy von Bryson DeChambeau, der muss zum Beispiel seine ganzen Uhrzeiten auswendig kennen, um nicht gefeuert zu werden. Der Bryson hat ja, glaube ich, das mit dem Putten. Der hat das, glaube ich, auch mit dem Putten, ja. Der hat ein Lineal und macht das dann anhand der Rückschwungweite kann er dann sagen, wie weit er rollt. Bin ich aber ehrlich gesagt nicht so der Fan davon, weil es schwer anzupassen ist, wenn du bergauf und bergab Putts hast, was die auf der Tour ja schon recht häufig haben. Gefühl, komplett Gefühl. Ich mache mittlerweile auch keinen Probeschwung mehr. Ich fühle einfach, wie weit, oder ich mache meinen letzten Blick zum Loch, gucke dann wieder zurück und fange dann eigentlich direkt an, um die Distanz besser zu fühlen. Und ja, es funktioniert recht gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele nicht so funktioniert. Viele putten auch besser, wenn man einen Probeschwung macht oder 2 oder 3 oder je nachdem wie viele. Und das muss man für sich selbst dann rausfinden, was für einen dann am besten passt. Und dann kann man immer zu seinem Werkzeugkasten hinzufügen. Oh. Danke. Oh ja. Schuss. Jetzt aber, Sebastian. Der ist leider, steht der im Wind. Wow. Das war dein Bester heute. Ja, das war echt der Beste. Go. Nice. Probier jetzt mal eine, der ein bisschen flacher geht. Von 9 bis 1.30 Uhr. Rein. Oh. Oh. Die wollen heute einfach nicht rein. Yes, sir. Auch ein Pärchen. Das Herz kurz gehüpft. Wir sind an der 18.
10,9. Dann haben wir es gleich geschafft nach 4 Stunden 39, 11,2. Oh, Gottes Willen. Ich habe schon über 1000 Kalorien verbrannt. Golf ist ein Extremsport. Go. Danke. Jetzt ist wirklich zum allerersten Mal überhaupt der Akku leer gegangen von dem Mikrofon. Also sprich, auf den letzten Löchern war kein Ton drauf. Und das heißt, wir müssen jetzt die Verabschiedung nochmal so mit dem internen Mikrofon machen. Ich hoffe, das geht, ihr versteht uns. Also, Nico, vielen Dank fürs Mitmachen. Danke auch. Hat viel, viel Bock gemacht. Nico ja, hat eine 2 unter. Also. Eins unter Paar. Mein Score weiß ich noch nicht, den rechne ich jetzt gleich noch in Ruhe aus. Merkt euch den Namen, den werden wir auf jeden Fall nochmal hören, auf der Golftour hoffentlich, auf der PGA-Tour. Also hat super viel Spaß gemacht, auch mit den anderen beiden, Gerhard und Arno. Die haben auch super mitgemacht, super Golf gespielt. Und ihr könnt kommentieren, Abo dalassen und dann heißt es am Ende mal gut Golf. Gut Golf, hat Spaß gemacht.